Willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls Co-op mit Mario Let's Player. Wir sind jetzt hier in dieser Höhle des Bösen oder eigentlich sogar nett im Geist. Und wir gucken uns jetzt hier rum. Guck mal, das ist genau die gleiche wie bei dem einen. Ich weiß, hab ich bemerkt. Weil ich ja kein Ton nehme. Ah, jetzt hab ich wieder. Okay, perfekt. Und ich häng fest. Das ist ein Verbrennungsofen, das so viel Art. Mhm. Hier kann man nicht so viel machen, irgendwie. Ich glaube, du musst wieder raus. Mhm. Aber man konnte nur mit der Kette interagieren, weil die halt eben bei dem einen auch. Und hier ist was passiert. Ah, ich verstehe. Das ist die Vergangenheit. Ja, schon klar. Weil das war ja noch nicht davor. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in ein paar Sekunden was das aufgebaut haben. Wenn man so schnell brennt. Ja, so einfach so. Wir haben es aufgebaut. Wahnsinn. Hi. Oh, einige, warte. Warte. Das ist aber nett, mich einfach da reinzuwerfen. Das war fies. Das war verdammt fies. Crown, guck, das stand auch bei der Dusche. Das stand auch bei der Crown wird doch anders geschrieben. Nein, das wird genauso geschrieben. Echt? Krone. Ich hab's gesagt. Ich hab gewusst, das hat was damit zu tun. Und wer war das? Oder was war das? Wir müssen dann in diese Höhle rein. Zumindest zeigt er halt die Kamera hin. Tunnel, das ist jetzt nicht wirklich Höhle. Ja, okay. Aber Alter, dieses Glitcher-Moment hat mich gerade mehr erschrocken als alles andere. Ja, aber ich hab das nicht erwartet. Auf einmal kommt einfach ein Glitcher-Moment. Boah, der ist ein wirklich tolle Reitgefährte. Ja, war das eigentlich Jay, wo der geritten ist? Nee, ansonsten wäre er ja angehalten, hätte er gesagt, pass doch auf oder sowas da. Warum soll er mir das sagen, ey? Jetzt kann er sich selber sagen, ey. Ich stand da schon länger rum. Boah, das ist hier Shadow of Colossus. Hey, wieso, warum musst du jetzt darauf daran denken? Wegen Pferd? Ja, man reitet auch ein Pferd. Oh, wow. In sehr vielen Games heißt man ein Pferd. Und jetzt auf einmal denkst du einfach an Shadow of Colossus. Fort Crown. Warum bin ich denn Fort Crown? Ja, Crown. Aha. Ja, das ist, ich bin hier. Ja, Fort Crown. Das war wahrscheinlich irgendwie, da haben sie wahrscheinlich gelebt hier. Vergangenheit. Und deswegen ist es jetzt hier wichtig, dass ich da bin. Ah, du musst dieses glitzernde Dinge einsammeln. Aua. Geht dort oben, dort vorne auf dem Boden. Wo? Dort, siehst du nicht, auf dem Boden. Was kannst du was sehen, Aiden? Oh, Katana. Stab. Oh, Erinnerung. Katana. Was ist das? Ah doch, das ist okay, jetzt sehe ich es auch. Auch gegen diese Existenz. Da lag deswegen lauter das Katana gerade. Hä, wo sind die Leichen? Existenz. Okay, die sind wahrscheinlich verschwunden, aber. Die wurden vom Sand gefressen, wie die Schafe wahrscheinlich, wer es gesagt hat. War das etwa je? Aber es sollte eigentlich auch das Blut vom Schwert weg sein. Relativ. Okay, gut, darauf habe ich jetzt tatsächlich keine Ahnung. Vielleicht wurden die auch begraben. Lang leben die Soldaten, die kein Schwein kennt, weil man den Namen hier nicht weiß. Warte, lass mich mal umschauen. Lang haben sie gelebt. Weil vielleicht können wir so schneller Sachen finden. Kaktus, ich mach das ja so eine Art Statue. Ah, dort vorne ist noch was. Oh. Jo. Ah, ein Hut. Ja genau, jetzt macht die Erinnerung. Ach so, bringst du mich dann direkt hin zu dem Erinnerungsding? Ja, glaub schon. Wäre vorteilhaft. Ja, der Hut wahrscheinlich jetzt gleich. Ja, der Hut sollte eigentlich auch. Und da brauchst du nicht. Der geteilte Baum. Mhm. Ich muss ihn finden. Den Baum müssen wir jetzt finden. Das ist jetzt sehr spaßig. Also es gibt keine Erinnerung mehr dort. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht. Der geteilte Baum, ja.
Wo genau soll der jetzt sein? Weil der ist doch den Weg hier jetzt lang gegangen, gell? Mhm. Ja, ja, man kann auf dem Boden sehen, wie es weitergeht. Ja, okay. Also das ist Trampelfahrtmäßig halt. Hier sind sie ja dann irgendwie lang gegangen. Wo kann ich jetzt das Pferd rein? Oder ich werde zum Pferd lieber. Ich weiß nicht, ob wir jetzt richtig sind. Nee, schon weiter. Immer weiter Trampelfahrt. Der dort vorne. Wo? Direkt vor mir. Also, dort vorne ist schon der geteilte Baum. Hier. Also sollte ich. Ja. Ich glaube, sind wir richtig. Aus meiner Vision. Richtig, ja. Okay, gut. Sehr gut. Ja, der ist jetzt halt alle Blätter sind abgefallen. Okay, absteigen. Sorry, Arschli. Das ist golden da, oder? Das sieht so, oder leuchtet zumindest so, guck. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh. Ja, du bringst mich da dann direkt hin. Ah, du hättest sowieso nicht finden können. Oh, Ausgraben, okay. Was liegt da? Ah, das ist aber nett. Ja, stimmt, das Amulett? Oder ja, damals zum Amulett? Zwar doch, war das nicht am Katan auch dran? Nein. Oder? Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Dann noch ein Schädel. Ja. Und ein Horn. Oh, was? Ich habe auf den Schädel gedrückt. Ja. Ich glaube, das ist noch ein Horn. Echt, wirklich? Ist wurden umgebracht? Oder? Nee, das ist eine Maske. Ah. Geister. Die Maske von dem, oder? Sie trugen diese rituellen Masken. Ja. Nimm doch mit. Gut, das ist so bei mir. Und noch mal eins. What the fuck? Ja, hallo. Danke, Aino. Ja, danke. So viel Totenschädel. Wir sind Amulett. Ach, ich weiß, was das gut ist. Sprichwort Ritual. Ah, ja, ich weiß es jetzt wieder. Ich sag nur Ritual. Wir gucken mal den Berg dort hinten, so drei. Ja. Der hat keinen Talisman. Doch, kannst du doch was machen. Ja. Aber kein Talisman, also kein so ein Amulett da. Da ist keins davon da. Ich weiß es. Ja, ich weiß es auch wieder, ja. Die Oma. Das wollen wir doch nicht rein. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Ja, das hat man noch gesehen wegen der Decke. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Hilf mir, Aiden. Ich will wissen, was passiert ist. Das verstehe ich nur, wenn du mir irgendwas Blaues in den Kopf hältst. Blauer Rauch. Ja, blauer Rauch. Viel zu so schnell. Oh, jetzt war ich. Ich hab's nicht verstanden. Warte. So okay, dumm. Aber man hat es gerade schon ein bisschen gesehen, was da gemacht wurde. Ja. Also jetzt wird auch nicht ausreichen. Ein kleiner Akzent von Dummheit. Mhm. Jetzt muss ich wieder zurück, oder? Ach, da ist es ja schon direkt. Da kommt auch schon wieder der Smoke. Theoretisch haben wir nur jetzt nur eine Runde gedreht. Eigentlich, ja. Ja. Ich drücke Hauptsache, ich drücke auf R2 und die hält an. Kann ich dir Boost geben? Was? Kann ich dir Boost geben? Nein. Dann wird das so schnell wie Sonic. Stimmt. Da kann man sich das Pferd mit einer Igel aber nur mit Long. Oh oh. Wir wissen noch nicht mal von dem. Ich weiß trotzdem, aber sie weiß es. Die Existenz kommt zurück. Ich glaube nicht, dass das hilft. Gibt es, was wir tun können? Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Doch. Sie weiß schon wie. Au. Wie die Schafe. Ja, geh jetzt schnell zum Vater. Ich
ich will erstmal ins Haus rein. Lauf halt durch mich durch. Geh mal zum Opa hin, kannst du mit dem was machen? Zum Opa. Der wart euch noch, der wäre dort. Ja, in seinem Zimmer. Warum, ich bin nicht langsam? Ja, genau, du kannst was machen. Ich geh mal weiter nach oben, Kollege. Hä? Geh mal, komm mal her. Okay. Weil wieder einer hört, ob ich durchgelaufen ist. Ja. Okay, ja. Du musst dort hin. Ja, genau, jetzt kommt's. Verzeih mir, Paul. Aiden kann heilen und du weißt es ganz genau. Du weißt es ganz genau, Aiden kann heilen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich es nicht wusste, aber das geht. Das war doch schon davor da, was ja, soll das? Das meinte ich, da habe ich gedacht, dass man da früher hingehen muss, also wieder gehen muss. Komm schon, mach. Ey, du musst von beides da rauf rein. Aiden hat getan, was er konnte. Der Rest liegt an dir, Paul. Oh, okay. Jetzt gehe ich mal zu Omi. Denn Omi hat was. Hallo. Häng halt am Sessel fest, Jody. Sie liebt Sessel. Und Teppiche. Ja. Ja, lass die Tür offen, da kommt bestimmt nichts. Die Decke. Mhm. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Mhm. Der fünfte Talisman. Oh, doch Talisman. Ja, hab ich ja gesagt. Jetzt haben wir alle fünf. Jedes Detail behalten. Also wir müssen alles hier beachten. Super gemacht, die Idioten. Und das sind da wahrscheinlich die fünf Sachen. Ja, sie wollen ihre Richtung, also wollen sich rechtfertigen. Was? Sie wollen ihre Schande zurück, also... Sie riefen Jesus so her. Mhm. Sie waren verloren, voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus. Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit haben. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen! Es muss aber doch fünf sein. Da kommt noch der Vater dazu. Aber der liegt doch im Ja, das ist doch optional, den zu retten. Moment mal, 5 Aiden. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Ich glaube, das war Aiden noch. Ich meine, er ist ja auch noch eine Seele. Ja,
Ja, Feuer erstmal und dann war da, glaube ich, so ein Mensch gezeichnet. Ja. Okay. So, Strichmännchen. Ja. Helft nur mit, Kollege. Ja, genau, barrikadiert das Haus. Was bringt das jetzt noch? Ja, er hat jetzt selber gesagt, es bringt nichts oder so. Es gibt nichts, was wir tun können, aber jetzt barrikadieren sie das Haus. Jody kann auch eigentlich Bescheid sagen, dass er weiß, wie es funktioniert. Ja, lauf da langsam hin, Jody, yeah. X. Oh, musste, shit, wir machen das Falsche. Ja, ich musste gerade aufpassen, welchen Knopf ich drücken muss. Jetzt die Talisman. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Ja, an den Kreuz. Oder halt an den... Hey. Ja, genau. Wahrscheinlich sterben die dann. Also nicht Jody, aber ich glaube die. Ich glaube, man kann auch das Ritual verkacken. Ja, wenn man das falsche Symbol zum Beispiel machen kann. Ja, genau, das meine ich ja. Oder die zeichnen dann nochmal eins. Oder ich mache 5 Terme Welt falsch. Ja. Jody! Die ist tot, okay. Mhm. Scheiße. Aber die kann man nicht retten. Ja, egal was. Shimasani! Ich glaube, wir haben den Vater gerettet und das ist wenigstens das Beste, was man hier machen kann. Und wir können bei den Endergebnissen noch gucken, ob man da eben das Ritual verkacken kann. Das Ende von diesem Kapitel habe ich nur gesehen, wo nur die beiden Jungs überlebt haben. Ja. Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Los. Beweg dich, scheiß Pferd, ey. Hallo. Ich kann es kontrollieren, wenn du möchtest. Nein. Und davon waren die so schnell
Jetzt sind sie auf einmal so langsam, aber liegt wahrscheinlich daran, dass es geehrter Boden ist. Ja. Ah, das ist echt ein bisschen langsam. Also, kommt schon, Leute, sprinten. Ah, das ist ja auch jetzt. Okay, das ist direkt da. Du musst die Religion ehren. Oder whatever. Okay, das ist ja jetzt direkt da. Passt ja. Passt ja. Ja, es sind zwei Pferde dort. Mhm, ja, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir wenigstens das Beste da. Das ist einfach das einzige Schwarz-Weiße. Okay. Jetzt fühle ich mich aber echt diskriminiert. Die andere sind Frau. Die einzigste Frau hier und. Ach, guck mal, sogar die Decke. Wo sie damals schon als Kind hatte, wie wir es ja gesehen haben. Und ihre Oma, und ihre Mutter und Oma. Ja, das war wahrscheinlich der Abschnitt. Natürlich. Ich wollte halt, dass die wenigstens eine überlebt. Ja. Dann haben sie wahrscheinlich den anderen gebracht. Dass wahrscheinlich die ganze Familie da weitergeht. Und da kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich schon doch. Das Grab. Komm, mach hin, Jodie. Mach hin. Wenigstens etwas schnell laufen, anstatt jetzt nur so. Ja, ehrlich. Guck mal, die warten da schon. Die warten da schon alle. Die beten. Unten legen? Oh, ups. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Oh mein, ich muss es machen, damit es auf dem Boden liegt, kannst du nicht selber. Wahrscheinlich Schuldgefühl, weil sie denkt, ja, hätte sie was anderes machen können, aber nein. Wow. Ein so ein Baum oder halt Holzding ist für eine Person, ja, die verstorben ist. Das glaube ich wieder, jetzt glaube ich zu dem hin, oder? Nein. Doch. Ich laufe zu dem hin. Der ist nicht mehr dort. Ja, aber der war da oben und da laufe ich gerade hin. Die Kamera hat sich extra dahin gedreht. So. Deswegen muss ich da hin. Aber jetzt können sie eigentlich in Frieden ruhen. Ja, aber wahrscheinlich gibt's dann. Oh, Glück der Moment natürlich. Ja. Die Kamera hat sich ja nicht umsonst gedreht. Und daran kann ich mich wirklich auch nicht erinnern. Ich auch nicht. Sehr viel. Ja, besser als nichts, ne? Auch gebunden an was. Siehst du es? Aber das ist nicht der wie Aiden. Das ist nicht wie Aiden, sondern anders. Mhm. Das ist ein Teufel. Mhm. Du hast mit Aiden aber Glück gehabt. Da waren noch andere Bilder an der Wand. Also an andere Wand. Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt verpasst. Nein. Du willst weg. Ich habe da noch was zu tun. Weißt du, ich habe gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Aber vielleicht ja auch nicht. Damit kann ich anderen Menschen helfen. Herausfinden, wer ich bin. Du hast viel für uns getan. Und für das Vermächtnis unseres Stammes.
vergessen. So lustig ist es jetzt auch nicht. Doch. Ashki wird bestimmt sehr traurig ohne dich sein. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Beim ersten Mal gemacht und auch beim zweiten Mal. Oh, ich hätte eigentlich Umarmung gemacht. Das ist sicher einer der Möglichkeiten. Hey Jody! Hi. Klingt sehr viel. Du hast nicht gedacht, du müsstest ja, besser laufen, als laufen. Ich hab ewig gebraucht, aber die Kiste läuft wieder. Sie gehört dir. Sie ist als klein. Danke. Bitte. Ich würde das ein Zauber machen, sogar. Ich. Bye. Wo kannst du jetzt eigentlich fahren? Ich denke nicht. Das wäre geil. Dass ich jetzt einfach nur Chapter Ende, Kapitel Ende. Ja. War ein bisschen längeres. Ich glaube, das waren jetzt 3 Parts. Oha. Mhm. Also sogar länger als beim Obdachlos-Level. Jetzt gucken wir uns hier noch an. Es gab sehr viele Wege. Aiden hat das Haus erkundigt. Oh, cool. Motorrad nicht repariert. Jay die Wahrheit gesagt. Ritual abgeschlossen. Guck, hätte man das nicht... Das Motorrad reparieren selber. Nicht nach draußen gewagt. Von Geistern gerettet worden. Paul geheilt. Jay zum Abschied geküsst. Ja. Ritual abgeschlossen. Man hätte es tatsächlich nicht machen können. Ja. Man hätte es tatsächlich nicht schaffen können. Ritual abgeschlossen. Ja. Und es gibt ja noch einen anderen Weg. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Part von Beyond the Souls und ciao. Ciao.